Ich zeige euch heute jeden April-Scherz von Brawl Stars in den letzten 5 Jahren. Verrückte Skin-Ideen, verrückte Spielmodi-Challenges und vieles mehr. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Wir beginnen im Jahr 2017 und so sah damals Brawl Stars aus, einfach mal hochkant. Total verrückt. Und so sah einfach das Tutorial aus. Und damit haben sie direkt auch den ersten April-Scherz verbunden. Ihr müsst überlegen, hochkant einfach. Das heißt, ihr habt euer Handy praktisch so gehalten und dann so Brawl Stars gespielt. Man kann es... Ich muss eigentlich mein einzelnes Video dazu machen, das sieht eigentlich eh sehr cool aus. So, und dann kam natürlich das Querformat-Update. Da habe ich übrigens auch mit Brawl Stars angefangen, im Jahr 2018 ist das rausgekommen, soweit ich weiß. So sah das Ganze dann aus, für mich auch zum ersten Mal deutlich ansprechend. Ja, davor hat mich Brawl Stars gar nicht so angesprochen, auch von den Grafiken. Und das ist natürlich echt ein krasser Schritt gewesen. Von Hochformat zu Querformat. Sieht, finde ich, deutlich geiler auch aus und deutlich angenehmer auch zu spielen. Wenn man sein Handy dann auch so statt so halten kann, finde ich schon nicer. Und dazu passend, der April-Scherz am 1. April 2019 tatsächlich war der 1. April-Scherz. Und wir sehen, sie posten hier. Wir haben mit Hoch- und mit Querformat experimentiert, aber jetzt wird es endgültig. Brawl Stars wird diagonal. Also sprich, dass das Spiel statt so oder so halt so gespielt wird. Gut, das ist offensichtlich ein April-Scherz gewesen. So hat das Ganze dann ausgesehen. Also gut, eigentlich hätten sie es ja so gerade machen müssen und dann das Spiel so quer ins Handy legen müssen, wenn man es ganz genau nimmt. Aber ja, da steht mal, wir werden diagonal. Endlich. Gut, dass das auf jeden Fall nie so ins Spiel gekommen ist, war offensichtlich halt ein April-Scherz und wäre auch sehr nervig gewesen, wenn man so die ganze Zeit spielen müsste auf dem Handy. Aber ist eigentlich eine witzige Idee gewesen, sage ich ehrlich. Aber kann man schon noch mehr machen. Für das Jahr 2020 gab es dann einige besondere Änderungen. Und zwar wurden davor eine ganze Menge Brawler verändert. Ihr seht hier Shelly, wie sie sich im Laufe der Jahre eben vom Aussehen her verändert hat, auf jeden Fall bis heute. So sieht sie ja heute aus. Oder auch zum Beispiel Cold. Da sehen wir einmal hier, wie er früher aussah und dann eben die Veränderung im Laufe der Jahre. Das heißt, alte Modelle wurden genommen und eben angepasst in die heutige Version. Ich finde, besonders bei Jessie sieht man es hier sehr gut. Ihr Geschütz ist extrem dünn und auch allgemein sieht sie nicht so cartoonhaft aus wie eben heute. Hier sehen wir nochmal, wie sie 2018 auch aussah. Und jetzt passt auf, was sie eben hier gemacht haben, 2019 auch Jessie. Ich glaube, so sieht sie heute aus und das Geschütz auch viel besser, finde ich auf jeden Fall. Und zwar geht es um Pam. Hier sehen wir nochmal, wie sie einmal früher aussah und hier sehen wir nochmal, wie sie heute aussieht. Aber das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, denn tatsächlich war Pam zu dem Zeitpunkt noch mit ihrem alten Modell unterwegs, so sah es wie gesagt aus. Und das heißt, hier konnte man eben auch einen passenden April-Scherz bringen, nachdem viele Brawler verändert wurden. So zum Beispiel auch gerade erst Brock, haben eben auch viele natürlich geglaubt, dass dieses Remodel dann für Pam auch echt sei. Link zu allen Quellen findet ihr wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Schaut gerne bei den Leuten vorbei und lasst auch gerne auf diesem Kanal ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Brawl Stars Videos verpassen wollt. Ah, und danke, wir sind inzwischen 750.000 Abos, also die Hälfte zur Million ist geschafft in diesem Jahr. Das ist crazy. 1. April 2020 haben wir nämlich dazu dann passend diesen offiziellen Post von Brawl Stars bekommen mit dem Satz, say no more. Das haben sie, glaube ich, auch in der ersten Animation gesagt. Also sag nichts mehr, sag nichts weiteres. Einfach eine Brawlbox. Die gab es zu dem Zeitpunkt ja noch. Und da sehen wir es. Was ist das? Es geht hoch und runter. Auch eine geile Animation auf jeden Fall dazu. Da. WTF. Was ist das? Es geht noch weiter, es geht noch weiter. Yo, okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Habe ich noch nie gesehen. Das hier ist offensichtlich ein April-Scherz zum Remodel von Pam. Und zwar einfach iPam. Es war auch so ein Insider in der Community scheinbar mit so Eier-Skins, die sie sich gewünscht haben. Aber vor allem mal interessant, wie sie sogar im Spiel hier animiert haben, Junge. Dann noch ranzoomen. Das ist crazy, wirklich. Das ist echt crazy. Schaut sich an. April 2021. Und auch hier haben wir einen weiteren Brawl Stars Post mit einem weiteren Skin tatsächlich. Ich würde sagen, wir schauen es einmal an, dann erkläre ich euch, was es genau zu bedeuten hat. Der Skin, den wir verdient haben, ist endlich gelandet. Da sehen wir es einmal. Brawl Stars zum 1. April. Okay, genau. Das fühlt sich hier auch in Dauerschleife ab auf jeden Fall. Und zwar sehen wir hier einmal, das ist Danny aus dem Brawl Talk. Sein Lieblingsbrawler ist tatsächlich Piper und deswegen haben sie hier so einen Danny Piper Skin entworfen. Und im Hintergrund sehen wir tatsächlich auch die beiden anderen Community Manager. Das ist einmal Frank, wer den kennt. Übrigens als Frank Skin auch, wäre auch geil hier. Und hinten dran ist noch Ryan, den kennen vielleicht auch noch viele von den Brawl Talks von früher. Hier als Edgar Skin. Ich vermute mal, dass es die in ihre drei Lieblingsbrawler sind. Also Ryan mit Edgar, Frank mit Frank wahrscheinlich oder vielleicht auch nur als Insider, keine Ahnung. Und Danny hier mit Piper. Und hier hat sogar ein Reddit-Nutzer einfach mal den Skin schon designt. Das ist crazy. Schaut euch den Skin hier an. Da sieht er auch schon sehr geil aus. Sieht eigentlich echt aus, muss man wirklich sagen. Ist auch eigentlich gut gelungen. So ungefähr wie der aussehen. Danny Piper, 30 Juwelen.
Wäre sehr günstig. Schade, dass sie ihn eigentlich nicht rausgebracht haben. Wäre weiterhin eigentlich cool, wenn sie es irgendwann mal machen würden, als so als April. Wobei Kack Spike ist ja auch. Zu denen kommen wir noch. 1. April 2022. Und hier schreibt Brawl Stars: nur ein ganz normaler Tag, um eine ganz normale Herausforderung zu spielen, die überhaupt nichts mit April-Scherzen zu tun hat. Und dazu sehen wir hier diesen Post einfach mal. Man kann hier, glaube ich, einiges schon mal erkennen. Wir sehen Poco mit so einem Energy Drink in der Hand. Wir sehen hier, dass der Tisch so schief steht. Ne? Also wir können mal darauf achten, ob wir das dann noch im Spiel wiederfinden gleich. Die Haare von Ember sind irgendwie ganz lang gewachsen. Keine Ahnung, worauf das hindeuten könnte. Und ansonsten liegen so Roboter zerstört auf dem Boden. Und da hinten kommt ein Schuss, sehe ich gerade, durch die Wand, der auch Primos Kopf so trifft. Und hinten ist Spike noch mit einem Marshmallow. Und da sind so Heal-Wolken. Also was ich so erkennen würde, es waren Modifikatoren, weiß ich. Einmal ist es so schief, würde ich sagen. Einmal Heal. Energy Drink? Wir werden es sehen, mal schauen. Also vielleicht war auch alles in diesem Post schon versteckt, könnte ich mal noch mir vorstellen. So, das Krasse ist vor allem, am Ende der Challenge hat man gratis Juwelen bekommen. Und da waren natürlich alle gehypt drauf. Wir schauen uns ja mal an, wie die einzelnen Modi funktioniert haben. Das Ganze eben passend zum April-Scherz auch ausgelegt. Die haben, also ich habe die Geschwindigkeit vom Video nicht erhöht, ne? Die haben einfach die Brawler erstmal alle viel schneller gemacht. In der ersten Stage für Juwelenjagd. Schau mal, was ich wirklich sagen muss, gefällt mir eigentlich besser als April-Scherz-Challenge, als normal zu spielen, weil es ja schon irgendwie witzig sein soll und eben nicht einfach nur ja, eine Challenge sein soll. Erster Pin war das hier dafür. Ach lol, es gab jedes Mal ein, oh mein Gott, es waren 8 verschiedene, ihr seht es hier nochmal. Boah, jedes Mal war jeder Sieg ein neuer Modus. Wir werden es gleich mal sehen. Ich habe mich jetzt hier für Sandy entschieden. Okay, gut, das ist jetzt WTF. Die komplette Map kippt einfach. Lol. Und ich kann alle zum Einschlafen bringen. Ja, das war crazy, ey. Also das war auch sehr verwirrend zum Spielen. Die Map hat einfach so zur Seite gekippt. Finde ich aber eigentlich immer noch witzig. Das war, glaube ich, diese Andeutung mit dem Tisch auch im Post. Lol, wie das auf der anderen Seite auch aussieht. Echt verrückt eigentlich. Erinnert mich auch ein bisschen an dieses Horizontale, was sie gepostet haben. Okay, als nächstes gab es eine Megabox als Belohnung tatsächlich. Dann Belagerung und man hat hier die Ulti deutlich schneller aufgeladen. Man sieht es ein bisschen. War jetzt aber nicht so spektakulär. In Tresorer wurden einfach alle für eine gewisse Zeit unsichtbar. Das ist echt random, da sieht man es nochmal. Und dann immer so, okay, auch dieser Balken links über dem Kopf, wenn ihr ihn seht, bei mir, bei meinem alten Ich. Echt interessant eigentlich. Ich glaube, den Modus haben sie auch nochmal irgendwie so in der Art eingeführt. Immer hier wieder unsichtbar. Krass. Dann Basketball, hier kamen einfach Heal-Felder auf der Map. Die kennt ihr vielleicht, diese grünen Umkreise. War jetzt nicht allzu spektakulär, aber auch cool. Dann natürlich der brennende Ball. Wer den nicht kennt, dieser Ball kommt durch alles durch. Also auch durch Hindernisse, wenn man schießt. Man müsste es hier auch, glaube ich, sehen können. So, ich habe jetzt hier den Ball und... Ja, ah, man verbrennt auch selber, ne? Passt auf. Das ist schon geil, oder? Das ist schon echt sehr, sehr random und nice gewesen als Challenge. Haben sie, glaube ich, auch nochmal so rausgebracht. Ah, dann war das Lebensraub als nächster Modus. Also ich sag, ihr merkt, ich fühle die Challenge sehr. Also ich würde es mehr fühlen, wenn man öfters solche, also zum 1. April diese Modifikatoren oder so auch nutzt, weil ich finde, das macht irgendwie mehr Unterhaltung und Abwechslung auch aus. Dann natürlich Knockout, aber mit Energy Drinks. Man hat sie gerade ganz kurz gesehen. So, da sieht man jetzt nochmal, dass der Gegner den Energy Drink bekommt. Da hat er irgendwie, ich glaube, der macht irgendwie doppelten oder sogar, ich glaube, doppelten Schaden macht man dann, ne? Oh, da sieht man es auch, wir haben verloren. So, doch letztendlich haben wir das Ganze gewonnen. Und die große Frage ist natürlich, was gab es als Belohnung in der 2022er April-Scherz-Challenge? Erstmal 66 Münzen, das ist ein bisschen random und dann die Juwelen. Deine Belohnung. Ich war super gespannt. Es kann ja alles sein. Und es sind 5. Hör mal eine Live-Reaktion an. 5 Juwelen. Das kann nicht sein, Alter. Okay, Leute, dann würde ich sagen, so viel zum heutigen Video. Ja, da war ich direkt richtig genervt. Hat man, glaube ich, gesehen. Geil. 2021 hat Brawl Stars den sogenannten Bad Randoms Song hier rausgebracht für die schlechten Teammates, die man eben zugeordnet bekommt, wenn man einfach zufällig in Runden reingeht, ohne jetzt schon Mates festzuhaben. Und als April-Scherz 2023, habe ich gar nicht mitbekommen, kam der Song für die Good Randoms, für die guten zufälligen Mates. Und hier haben wir auch die Skins, die sogar in der Umfrage waren. Dieser Stu-Skin zum Beispiel, überlegen sie, ob sie ihn reinbringen sollen. Also gab es eine offizielle Brawl Stars-Umfrage. Und auch diesen Bass oder diesen Poco-Skin sehen wir hier. Das finde ich deswegen auch sau spannend. Habe ich gar nicht mitbekommen. Was habe ich da gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach... Ich weiß nicht, ich war unterwegs. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Und passend dazu kam die Unendlich-Versuche-Challenge raus. Man hatte Unendlich-Versuche in dieser Challenge und durfte eigentlich nur mit Randoms spielen. Das eben auch passend zu dem Good-Randoms-Thema, dass man eben, oder auch zu dem Bad-Randoms-Thema, dass man eben jetzt hier sich seine Teammates nicht suchen konnte selber, sondern musste mit zufälligen Mates spielen. Und Popstar Jeanette kam auch raus. Und damit kommen wir zu 2024. Und, hä? Jetzt habe ich hier den Melody-Ladescreen. Da hatten wir doch einen anderen Ladescreen eigentlich, den ich euch zeigen wollte. Egal. Und wir kriegen hier, lol, das sieht auch cool aus. Wollte ich eigentlich gar nicht zeigen. Der erste Reset für Master, ja. Aber eigentlich geht es natürlich hier um diese Skins. Ich habe mir... Wieso habe ich mir noch nicht gekauft? Okay, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Jonas im Shop nicht vergessen. Gerne auch alle 7 Tage neu eingeben. Vielen, vielen Dank für den Support. Wir haben natürlich Kack-Spike. Wir haben Kack-Spike oder Dünger-Spike für dieses Jahr.
Ich habe mich auf dem Main-Account, warum auch immer, noch nicht gekauft gehabt. Auf dem zweiten Account schon gekauft. Kommt auch mit einem Spieler-Icon, Profilbild und einem Spray. Spieler, wie auch immer, Pin und Spray, so rum. Und kostet 200 Gems. Ne? Also 199 ist halt schon ziemlich teuer. Da sehen wir nochmal in der Lobby als April-Scherz auf jeden Fall. Sehr besonders. Voll der Regenbogen. Okay, ist natürlich ehrliche Meinung zu den einzelnen Skins und zu dem April-Scherz von diesem Jahr. Also, ich finde ihn ziemlich geil. Ich finde ihn als April-Scherz auch deutlich spannender als die letzten Jahre. Also, ich finde, der übertrifft, der war so gehypt auch direkt, als er angekündigt wurde. Und auch die Ulti mit dem Kloschüssel und den Regenbogenbögen, die drin sind. Also, der übertrifft vom Hype, also wirklich jedes Jahr, muss ich wirklich sagen. Es ist einfach was sehr Besonderes. Viele finden es vielleicht unangenehm oder übertrieben, aber ich finde, als April-Scherz ist der wirklich einfach mal passend und eine geile Idee. Dann natürlich El Primo mit dem El Baby High Skin für 149 Juwelen und auch dem Baby Shark Thema einfach. Ich kann die Musik jetzt nicht anmachen, weil die leider Copyright hat, aber ihr kennt den Baby Shark Song bestimmt. Und auch hier muss ich sagen, finde ich ziemlich geil als April-Scherz, wirklich. Also er hat auch so Haie als Schläge, ne? Das ist halt auch vor allem geil. Den Song, ich verstehe, dass ihn viele nervig finden, aber ich meine, es ist halt nur ein April-Scherz, ne? Haben die den eventuell auch sogar schon rausgenommen? Ich weiß es nicht. Also zumindest der Screen ist ja irgendwie weg. Jetzt habe ich die Ult gar nicht angeschaut. Sekunde. Ulti gerade nochmal. Und Wasser unter sich. Boah, schon geil. Okay, der Loading Screen ist zumindest schon verändert. Ach, tatsächlich. Die Musik ist sogar schon verändert deswegen. Also, guck mal, es war jetzt wirklich nur für, ich glaube, 2 Tage drin. Am 1. und 2. April. Kann man doch echt nicht sagen, finde ich. Und natürlich auch die Baby High Platscher Challenge. Auch die halt nur für wenige Tage verfügbar. Ist leider eine normale Challenge. Da hätte ich mir noch gewünscht, vielleicht irgendwas Besonderes einzubauen. Man kriegt eigentlich immerhin 6 Stardrops und am Ende diesen Gratis-Pin. Und alles in allem damit für mich mit Abstand dieses Jahr der beste April-Scherz. Geile Challenge, geile Skins, die überraschend sind und witzig sind, passend zum Saisonthema. Passend zum 1. April, meinte ich. Und damit würde ich sagen, wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, tragt gerne meinen Trader-Code Jojonas im Shop ein. Ist völlig kostenlos, gerne alle 7 Tage neu. Ansonsten lasst gerne ein Abo da für mehr Browsers-Videos. Haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.